Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Heute auf meiner Terrasse. Ich werde jetzt gleich Fotos machen. Ich bin schon gut bepackt, habe ein Outfit an und werde jetzt gleich ein paar Fotos machen. Und ich wollte euch kurz einmal zeigen, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal auf meiner Terrasse gefilmt habe, wie die momentan aussieht. Hier habe ich meine Erdbeeren in meinem Hochbeet. Das wird sich noch alles ein bisschen ändern, weil hier kriege ich jetzt die Tage so eine Kiste. Da kommt dann meine Shisha, die da einmal ist, rein und ein paar Sachen, die ich da einfach unterbringen kann. Genau, die Terrasse wurde hier komplett neu gemacht. Ja, hier haben wir noch so eine Mauer gemacht. Das mit Steinen aufgefüllt. Das sah vorher nämlich richtig hässlich aus und fiel so rund, also fiel so ab. Genau, mit Steinen aufgefüllt. Jetzt ist hier gerade alles rosa vom Kirschblütenbaum, der leider nicht mehr so rosa ist, sondern alles auf meiner Terrasse. Ja, genau, hier muss ich mir noch was anderes überlegen, weil ich finde das so hässlich, wenn man das mit den Platten noch machen muss. Aber sonst ist er halt irgendwie nicht stabil genug. Ja, blöd. Vielleicht kommt er auch weg. Genau, und hier sind so, das da hinten gehört auch noch zu meinem Grundstück. Das wird, da habe ich ein paar Rosen gepflanzt und noch ein paar andere Pflanzen. Das wird alles zuwachsen. Da hinten auch irgendwo noch ein Bananenbaum. Ein Birnenbaum. Und hier ist so meine Pflanzecke. Tomate, Gurke, irgendeine Melone, Blumenkohl, Brokkoli, Paprika, zwei Sorten, Blaubeere, Kiwi. Hier habe ich eine Süßkartoffel. Porree und noch eine Wassermelone, genau. Also ich bin hier gut ausgerüstet. Ich hoffe, das wird was. Und da kommen noch, glaube ich, so ein paar Möhren kommen da langsam. Genau, und bei der Gurke, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich kann mal versuchen, ran zu zoomen. Da kommen auf jeden Fall schon so ein paar Gürkchen. Dann, wenn man dazwischen her sieht, seht ihr das? Die wachsen schon kräftig. Also, ja, sieht ganz schön aus auf jeden Fall. Ich bin sehr glücklich. Ich hoffe, das wird alles was. Und ja, hier sitze ich momentan immer und Shisha eine Runde, genau. Werde ich vielleicht nachher auch noch machen, weiß ich noch nicht. Aber erstmal die Arbeit, wobei es ist ja keine Arbeit, das Fotos machen. Es ist mir ein Riesenvergnügen, es macht mir riesig Spaß. Und da habe ich momentan so meine Freude dran, gerade bei Corona, wo man nicht so viel machen kann, liebe ich es, ein paar Fotos einfach zu machen, genau. Hallo zusammen, ich wollte euch gerade ein paar Sachen zeigen, die bei mir angekommen sind. Es standen eben gerade drei Pakete vor der Tür. Ich wollte euch kurz zeigen, was ich so bestellt habe. Und zwar habe ich zwei von diesen Bällen hier zum Beispiel bestellt, also diesen Würfeln, für es, also 25. Geburtstage. Davon habe ich zwei Stück, weil bei uns im Freundeskreis ist das dann so, wir werden ja demnächst 25, also ich esse dieses Jahr 24. Aber zwei der Freunde schon 25 in diesem Jahr, also erst im November, aber ich bin ja schon voll ready zu planen. Und wir machen das immer so im Zweierpack. Meine zwei Freundinnen lieben feiern das dann dieses Jahr zusammen und ich feiere dann nächstes Jahr auch mit einer Freundin zusammen. Deswegen zwei Würfel, halt zum Kranz trinken, Kranz ablaufen. Oh Gott, Katzen flippen aus. Genau, das zum einen, das hatte ich bei Amazon bestellt. Dann, ihr seht es vielleicht, habe ich gerade was Neues an von Oceans Apart. Genau, habe ich gerade angezogen, dieses pinke Dress hier. Ja, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut, sieht schön aus. Schönes Sportoutfit, mag ich gerne. Und dazu dann noch eins, was ich schon in Rot habe. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, kennt ihr das auch. Dieses hier in so einer Farbe, in so einem Grün-Petrolton, ich weiß es nicht. Habe ich mir halt auch nochmal ein Outfit dazu bestellt. Also das hier wollte ich haben und das habe ich dann noch gratis dazu bekommen mit einem Code. Ja. Freue ich mich drauf, weil ich liebe das. Also ich sage dazu, viele Instagrammer oder YouTuber, die bewerben das ja auch, dieses Ocean Apart. Und ich habe es dann irgendwann mal ausprobiert, weil ich da halt dieses Sportoutfit in komplett knallrot gefunden habe und das sonst nirgendwo so gesehen habe. Und ich wollte immer so ein knallrotes mal haben. Habe ich mir das bestellt. Und ich muss sagen, ich bin so happy damit, wirklich. Also ohne, also ich mache keine Werbung in dem Sinne, dass ich da irgendwas kriege. Ich habe mir das alles selbst gekauft.
Aber ich muss echt sagen, ich bin richtig zufrieden mit dieser Sportkleidung und ich würde wirklich nie wieder woanders kaufen, weil es fühlt sich so gut an. Normalerweise bin ich halt kein Fan davon, von diesen ganzen Brands, die halt so überteuert sind und wo man dann 50% Rabattcodes kriegt, was einem voll lächerlich ist. Aber hier finde ich den Preis okay. Für ein Set zahlt man so zwischen 79 und 99 Euro, also mit so einem Sportoberteil, also Sport-BH und einer Hose. Und das finde ich okay. Also ich finde jetzt bei anderen Firmen zahle ich genauso viel, wenn ich jetzt was Hochwertiges will. Und selbst da, sonst habe ich früher immer von Nike das gekauft, die Sportsachen, muss ich sagen. Oder Hunkemöller zum Beispiel, da zahle ich den gleichen Preis letztendlich. Und ich finde diese Qualität wirklich besser. Also das kann ich mit reinem Gewissen sagen. Ich bin totaler Fan und bestelle jetzt meine Sportsachen nur noch da, weil ich finde die so schön, die passen gut, sitzen wie eine zweite Haut wirklich. Und sie fühlen sich einfach toll an. Deswegen, ich werde nur da bestellen. Dieses Set gibt es auch noch in Blau. Ich glaube, das, was ich gerade trage, ist das Miami-Set, wenn ich mich nicht täusche. Und es gibt es halt noch in Blau. Das ist so ein bisschen mehr wie so Lederoptik. Und in Schwarz gibt es das noch. Und die hätte ich beide gern noch. Deswegen, ich habe schon das Rote. Ich habe, wie gesagt, jetzt dieses, was ich neu habe. Dieses Pacific Pant in der Farbe Aqua. Und dann habe ich noch ein gelbes Set und eine lachsfarbene Hose noch. Also ich habe schon ziemlich viel von der Marke alles selbst gekauft und ich bin ein Fan, muss ich sagen. So, jetzt habe ich genug geschwärmt. Ich wollte zeigen, was ich noch bestellt habe, was noch angekommen ist. Und zwar habe ich einmal bei noch ein paar Shisha-Utensilien bestellt. Und zwar einmal hier, ich habe ja eine neue Shisha, die habt ihr, glaube ich, gestern in meinem kurzen Ausschnitt aus dem Video gesehen. Die habe ich neu gekauft. Und jetzt habe ich mir nochmal, weil meine Kohle fast leer ist, einmal ein Kilo Kohle gekauft. Und noch zwei Tabaksorten dazu, damit ich ein bisschen Abwechslung habe. Genau, das ist das. Das sind die Sachen, die angekommen sind bei mir. Die wollte ich euch eben vorstellen. Es kommen noch ein paar mehr diese Woche. Also so ein bisschen Sachen habe ich diesmal gekauft. Shame on me, aber es kommen auch noch ein paar Boxen und. Mit Essen drin. Ja, also. Ich habe gut ein bisschen geshoppt, aber was soll's? Ich zeige euch, wie mir was Neues ist oder es was Neues zu bereden gibt. Bis dann. Hallo zusammen, ich habe mich gerade eingecremt, wollte jetzt gleich meine Haare glätten, aber vorher ist jetzt wieder was angekommen und ich wollte es euch zeigen. Ich habe mir gegönnt. Warte, hier zeige ich das. Einen kleinen Swimmingpool, sage ich mal, so ein Swimming-Dings. Planschbecken. In groß genug, hoffentlich, dass ich da reinpasse. Ich glaube schon. Einfach für meine Terrasse, ganz ehrlich, ich habe voll Bock, mich, wenn ich auf meiner Terrasse chille und eine Shisha rauche, mich dann demnächst einfach schön im Bikini da reinzulegen und mich dann da auch ein bisschen zu sonnen. Deswegen habe ich mir das bestellt, war ganz günstig. Einfach mal testen, ob das. Ich glaube, es wird ganz geil. Ja, das erstmal. Und jetzt komme ich zur Box, die ich bekommen habe. Sekunde, ich muss das mal kurz öffnen. Und zwar die Brand News Box. Und ich glaube, das ist meine letzte, also meine letzte richtige monatliche. Weil ich habe die erstmal gekündigt. Ich habe nämlich noch die Degusta Box. Und von der Brand News Box kriege ich trotzdem noch so, kaufe ich mir ab und zu dann noch die Cool Boxen. Und ja, vielleicht mal so Special Editions, aber ich wollte jetzt nicht mehr unbedingt zwei haben, weil es ist doch oft das ähnliche Produkte drin und deswegen. So, ich zeige euch einfach mal, was da drin ist. Zweimal kleine Pringles, und zwar meine Lieblingssorte mit Sour Cream and Onion. Das ist absolut meine Lieblingssorte, von daher freue ich mich. Das. Aber die sind auch lecker, die hatte ich auch schon mal. Von Nestle, diese Nesquik-Riegel hier, plus zwei gratis, die waren da drin. Die hatte ich tatsächlich irgendwann schon mal. Die sind sehr, sehr lecker. Das sieht auch gut aus. Von Dr. Oetker, My Sweet Table Mini Gugelhupf Zitrone. Die werde ich mir auch gönnen. Das ist auch nur ganz nach meinem Geschmack. Das hier ist vielleicht nicht ganz meins. Das werde ich wahrscheinlich weitergeben. Ich bin nicht so der Schokomensch. Von Lorca, Double Shock. Solche Waffeln. Die brauche ich jetzt nicht. Ich denke, die werde ich verschenken. Ist nicht so meins. Dann die hier hatte ich schon mal. Die waren ganz gut. Schoketten mit Skia-Joghurt drin. Das ist die Sorte des Jahres, glaube ich. Da. Ja. Die fand ich ganz gut. Die hatte ich auch schon mal. Wie gesagt, es sind oft in den Boxen ähnliche Produkte. Deswegen hatte ich manche schon.
Und deswegen möchte ich auch noch eine haben. Dann ist hier, das habe ich noch nicht, obwohl ich kein Orangenfan bin, von Milford ein Tee. Kühl und lecker, Orange, Pfirsich. Pfirsich mag ich gerne. Orange eigentlich nicht so, aber ich werde es auf jeden Fall mal testen. Dann Kinderkakao mit Kokosblütenzucker, Coavach, natürlich schokoladig, Dschungelkakao. Davon hatte ich in der letzten Box, also in der Degusta-Box war auch von Coavach was drin mit, was war das, Bratapfel? Nee, ich weiß nicht, irgendwas mit Apfel, irgendein Apfelgeschmack, keine Ahnung. Ich werde es mal testen, aber ich bin absolut auch nicht so der Kakao-Fan eigentlich, also mal gucken. Dann das ist ganz nett, Oettinger Fassbrause, Himbeerminze. Das werde ich sicherlich mal trinken, wenn ich demnächst auf meinem Balkon sitze mit einer Shisha. Dann geht's weiter mit Davert Discover Tokyo Tamari Reis. Aber keine Ahnung, was genau Tamari Reis ist, aber Reis ist immer gut, werde ich sicherlich mal machen. Dann zwei Produkte noch, einmal Martini Fiero. Ja, 14,4%. Ja, wahrscheinlich nicht so meins. Das soll man wahrscheinlich mit irgendwas mischen. Ich schätze jetzt einfach mal, das soll zusammen mit der Fassbrause vielleicht. Ich weiß es nicht. Lese ich mir gleich mal durch, oder ob das einfach nur einzeln ist. Oft sind auch so zwei Getränke, die man zusammenpacken kann. Und dann, zu guter Letzt noch, Granini, neue Himbeere, Maracuja, Apfel. Das hört sich auch gut an, werde ich bestimmt auch gerne mal trinken. Also insgesamt finde ich die Box richtig, richtig gut. Es gibt kaum Produkte, die ich nicht mag. Da habe ich sonst, um ehrlich zu sein, mehr, die ich nicht so toll finde. Freue ich mich. Jetzt gucke ich mir gleich nochmal alleine die Produktkarte an. Und das wollte ich euch nur eben zeigen. Ich werde mich jetzt gleich schminken und meine Haare machen, weil ich heute Abend wahrscheinlich auf Twitch streamen werde. Genau, jetzt ist ja leider momentan das Wetter nicht so toll, sonst würde ich mich heute mal raus mit der Shisha wieder setzen, weil ich habe hier meine neuen Tabaksorten da, die würde ich gerne mal testen. Aber das mache ich dann wahrscheinlich erst, wenn es schön wieder draußen ist. Genau. So, da bin ich wieder. Inzwischen geschminkt, wie ihr seht, und Haare geglättet. Ich war gerade in der Stadt und zwar hatte ich einfach Bock, mal zu DM wieder zu fahren. DM ist bei mir nicht so ganz in der Nähe. Da muss ich ein bisschen für fahren. Und ja, wenn ich dann bei DM bin, dann raste ich auch manchmal ein bisschen aus, was denn jetzt auch passiert ist. Weil DM ist halt meine Lieblingsdrogeriekette. Ansonsten Rossmann finde ich noch ganz okay, Müller nicht so mega. Also eigentlich mag ich am liebsten auf jeden Fall DM. Und ja, deswegen, ich war da jetzt und habe ein bisschen was gekauft. Musste ja dann diese blöde Maske jetzt hier tragen, was ja an sich eine gute Sache ist. Aber ich habe halt Heuschnupfen, meine Nase läuft momentan in einer Tour. Und es ist einfach so scheiße. Es ist so scheiße, wirklich. Es regt mich richtig auf. Ich hoffe, das hat sich bald erledigt. Es nervt. Naja, rumgemeckert genug jetzt. Ich zeige euch, was ich gekauft habe, ganz je nachdem, was ich gerade greife, würde ich sagen. Ich habe da jetzt keine Reihenfolge drin oder so. Ich fange mal an. Als erstes habe ich von Balea. Bei Balea schlage ich halt immer richtig zu, weil das ist auch die liebste Eigenmarke von mir so bei den Drogerieketten. Bei, ja, bei DM ist es ja Balea, mag ich sehr, sehr gerne. Bei Rossmann ja Isana, finde ich auch ganz gut, aber Balea mag ich halt lieber. Und bei Müller ist es Aveo oder so, glaube ich, heißt es so? Mag ich gar nicht. Ja, deswegen, ich liebe die ganzen Sachen von Balea. Und da musste ich ein bisschen zuschlagen. Und zwar habe ich ein paar Badesachen gekauft. Ich habe ja gar keine Badewanne hier bei mir, leider. Ich freue mich schon, wenn ich irgendwann ein Haus dann bald habe. Und was heißt bald? Also ich muss erstmal, ich hoffe ja immer noch nächstes Jahr, 1,5 Jahre, dass ich dann ein Haus habe. Mal schauen. Aber dann werde ich auf jeden Fall eine Badewanne wieder haben. Auf jeden Fall habe ich trotzdem Badezusätze gekauft, weil es vorkommt, dass ich mal woanders dann bade. Zum Beispiel bei meiner Mama. Und dann habe ich immer gerne so meine eigenen Sachen. Und hier habe ich einmal das Cremebad Rose und Kokos mitgenommen mit dem Duft von Rosen und Kokosmilch. So sieht es aus, finde ich super hübsch. Die sind super günstig, ich glaube 1,19 Euro und das finde ich echt gut. Ich bin zwar nicht so der Rosen- und Kokosfreund, aber ich habe beide Sorten einfach mitgenommen. Ja, riecht relativ zart, dezent, wie man sich das vorstellt. Und dann hier meine Sorte, die ich lieber mag. Und zwar Cremebad Blaubeere und Mandel. Ich bin absoluter Blaubeer-Fan, muss ich sagen.
Deswegen, ja, sehr, sehr lecker. Da freue ich mich schon drauf. Dann geht's weiter mit, ich habe ganz viele Waschsachen auch gekauft. Also, ja, zum Wäschewaschen. Ich weiß auch nicht. Ich stand da dann so in der Abteilung und dachte so, oh ja, warum nicht mal testen? Auch von der DM-Eigenmarke, denk mit. Dann ist es ja auch relativ günstig, wollte ich mal austesten. Dann habe ich einmal von denk mit Feinwaschmittel White Sensation mitgenommen. Einfach für weiße Wäsche mal was. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, nicht mehr, ob ich viel für, obwohl für weiße Wäsche habe ich, glaube ich, gerade erst neu gekauft. Aber ist egal. Jetzt habe ich noch mehr. Dann habe ich gekauft von Baby Love 2 in 1 Waschlotion und Shampoo. Nein, bin ich schwanger? Nein, ich kriege auch kein Kind. Das benutze ich ganz gerne für meine Pinsel, weil es ja doch sehr sanft ist. Und damit möchte ich meine Pinsel reinigen. Dann mein altbekanntes Problem. Diesmal habe ich kein Duschgel gekauft. Das ist meine ganz. Aber ihr habt ja auch in einem Video gesehen, dass oben bei mir alles im Schrank. Ich habe das durchgezählt. Ich weiß nicht mehr, wie viele das waren. Ich waren, glaube ich, um die 36 Duschgele habe ich derzeit. Ja, deswegen, da hat auch keins mehr reingepasst. Es gab auch Gott sei Dank gerade kein neues bei DM, was ich noch nicht habe. Von Balea, da war ich sehr froh. Aber es gab neue Seifen. Und Seifen habe ich locker auch noch. Jetzt mit denen bestimmt 10 Stück. Aber ich konnte nicht nein sagen. Und jetzt fällt mir gerade auf, ich glaube, ich habe die schon. Ich bin mir gerade absolut nicht sicher. Ich habe davon die Duschgel-Sorten. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe als Seife. Absolut kein blassen Schimmer. Vielleicht habt ihr jetzt doppelt. Keine Ahnung, kann ja nicht schaden. Cremeseife Bella Ciao mit Pink Pomelo Duft. So sieht die aus. Sieht einfach voll süß aus. Ich mag die halt von Balea sehr gern. Und dann Pacific Vibes mit Frangipani Duft. So sieht die aus. Genau. Dann ebenfalls nehme ich das eigentlich nur mit, wenn ich coole Sorten sehe. Und das fand ich ganz interessant. Von denk mit Spülmittel Ultra und Spülbalsam. Einmal hier Beach Breeze. Daran versuche ich mal zu riechen. Das interessiert mich. Ja, ich bin ganz nett, aber nicht zu doll. Und Sweet Paradise mitgenommen. Ja, keine Ahnung. Spülmittel braucht man immer. Oh, das riecht geil. Und von daher habe ich da mal was auf Vorrat mitgenommen. Was gibt's denn, Ramses? Was erzählst du? Der will sich irgendwie wieder bemerkbar machen. Komm hier! Ja, komm hier! Ramsi! Jetzt kommt er. Jetzt kommt er! Jetzt kommt er! Mein Dicker kommt! Ja, komm hier! Ja! Ja! Guck mal hier! Guck mal, Ramsi! Hm? Und die Nöffi ist auch hier! Die kleine Nofretete! Ja, heul nicht! Okay, weiter geht's. Und dann geht mal weg. Ja, wo mache ich weiter, ist die Frage. Ich habe mir, was total schwachsinnig eigentlich ist, weil ich genug besitze, aber diese Farben nicht. Und deswegen habe ich es dann doch mitgenommen. Nagellack. Habe ich aber extra nur die ganz kleinen mitgenommen von Trended Up. Das sind so 3 Farben. Den einen gebe ich vielleicht auch ab, den grünen von meiner Oma. Die trägt so gerne grünen Nagellack. Sind diese hier. Einmal weiß, blau und grün. Ja, so kleine Mini-Dinger mitgenommen. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Dann Darf. Und das sieht so schön aus. Das habe ich mehr eigentlich wegen der Umverpackung gekauft. Ich habe noch genug Deos hier. Ich glaube, ich habe bestimmt noch 4-5 Deos im Schrank. Aber es gab eine Limited Edition von Dove und ich bin absoluter Dove-Fan, was Deos angibt. Erstmal finde ich die super schön von der Verpackung immer, dieses jetzt besonders. Und ich weiß nicht, ich finde die riechen immer toll, die pflegen auch gleichzeitig gut. Ich liebe einfach Dove, am liebsten ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, das Gurkendeo. Aber ja, das ist jetzt erfrischendes Sommerritual mit Rosenwasser und Aloe Vera Duft. Ja, mal gucken, aber da musste ich gleich 2 von mitnehmen, weil limitiert. Dann etwas, was ich wirklich gebraucht habe, weil die sind mir absolut ausgegangen, und zwar Müllbeutel, brauchte ich jetzt dringend. Da habe ich von Profissimo Zugbandmüllbeutel mit Duft mitgenommen, 2x 20 Liter. Ja, riechen ganz okay, noch die Zitrone, Limette, irgendwie sowas. Und dann habe ich noch einmal Frische Zauber, mindert Gerüche, Tragegriff, Müllbeutel, bla bla bla. 25 Liter so einen noch mitgenommen. Ja.
Dann habe ich davon erstmal wieder ein bisschen was da, das schon mal sehr gut ist. Als nächstes komme ich erstmal zum restlichen flüssigen Waschmittel. Dann nehme ich noch von Denk mit die Black Sensation Edition auch noch. Also weiß und schwarz habe ich mitgenommen, weil ich meine, ich wasche immer meine Wäsche. Und dann habe ich einfach mal ein bisschen was auf Vorrat mitgenommen. Das wird ja nicht schlecht. Dann auch noch hiervon was. Und zwar einmal Denk mit Feinwaschmittel Fresh Sensation. Noch mehr Waschmittel und noch mehr Waschmittel. Und zwar Cozy and Care, Wolle und feine Textilien. Ah, ich habe mich gerade damit geschlagen. Wow. Ja, das. Aber das war noch nicht genug Waschmittel. Weil dann habe ich was gesehen und dann war ich irgendwie, wollte ich das testen. Und zwar habe ich jetzt so Vollwaschmittel genommen, mitgenommen. Aber, also halt Pulver. Ich habe noch nie mit Pulver was gewaschen. Aber die sahen halt so schön aus. Ich habe erst nur eins gesehen, habe gesehen, es gab zwei Sorten und konnte ich nicht nein sagen. Einmal das Vollwaschmittel für strahlendes Weiß. Sieht so aus, und die Verpackung ist halt voll schön. Es war halt auch nicht so teuer. Und da steht, man kann daran riechen. Oh, es riecht lecker. Oh, es sieht halt so blumig aus und es riecht halt auch so richtig schön. Steht da nicht drauf, nach wonach das riecht gerade, glaube ich. Aber es riecht gut. Und dann nochmal Colorwaschmittel für leuchtende Farben. Das sieht so aus. Also das andere war Spring Breeze und das hier ist Dreamy Paradise. Sind jeweils Limited Editions. Finde ich das andere besser, aber das finde ich auch nicht schlecht. Genau. Das war es jetzt aber mit dem Waschmittel. Aber wir sind noch nicht durch. Dann habe ich mir hier so H-Vital Komplex Nahrungsergänzungsmittel genommen, einfach mal zum Testen. Weil ich habe so feines Haar irgendwie. Das ist so richtig fein. Keine Ahnung. Einfach mal so mitgenommen. Manchmal nehme ich mir nämlich solche Nahrungsergänzungsdinger mit. Einfach nur so. Weil ich mir einbilde, dass das irgendwas bringt. Ich habe mir das auch schon mal für die Augen mitgenommen, dass man irgendwie bessere Sehkraft. Keine Ahnung, total schwachsinnig wahrscheinlich. Aber ist egal. Dann kommen wir nochmal zum... was heißt nochmal? Kommen wir zum Thema Toilette. Da bin ich halt auch so ein Freak. Wo ich immer so nach Düften und dies und das gehe. Also eigentlich bei allem. So nach Limited Editions und so. Das jetzt zwar nicht, aber das mag ich ganz gerne. Weil ich glaube, das ist das, was das ganze Wasser sogar so blau färbt. Und das finde ich halt richtig geil von Ente. Dieses zum Reinhängen. Ich habe noch ganz viele andere Sorten. Aber da habe ich auch immer welche von da. Und das ist halt mein absolutes Favorite. Diese frische Siegel von Ente, ne? Ich finde das so geil. Wo man das so in die Toilette macht, ohne dass dann was dranhängt. Ich habe dann trotzdem immer noch so ein Ding da hängen. Also total dumm bin ich eigentlich, ne? Also entweder macht man ja das oder man macht das. Aber ich mache halt beides, weil warum nicht? Ja, total dumm. Aber 12 Gel WC-Stand, das ist dieses Nachfüllpack und das gab es halt in der neuen Sorte und da bin ich ja sofort dabei, wenn es eine neue Sorte gibt. Sonst hatte ich halt diese ganz normalen, dann momentan habe ich glaube ich Blumen, das war auch so eine Special-Sorte und das ist jetzt, ich sehe darauf Äpfel. Steht aber jetzt nicht irgendwie so richtig drauf, glaube ich, oder ich bin gerade blind. Futopia heißt es auf jeden Fall, also Äpfel sind da drauf. Ich rieche jetzt so nichts, aber neue Sorte musste ich mitnehmen. Ja, jetzt sind wir fast am Ende. Fast. Einmal, das brauchte ich wirklich. Nagellackentferner ist meiner fast leer. Und jetzt kommen wir noch zu Badezusätzen, so einzelne kleine. Weil ich habe halt, wie gesagt, eine Vollmeise, genau wie mit der Toilette. Und mir reicht auch nicht so ein bisschen von diesem Cremeschaum, was ich euch vorhin gezeigt habe, sondern ich muss auch immer noch einen Badezusatz dazu kippen. So ein Perlen oder so. Ja, keine Ahnung. Ich habe halt wirklich ein paar Probleme. Aber dann habe ich mir erstmal jede Sorte von Balea mitgenommen. Die sind ja nicht so teuer, das Gute daran. Ja, also trotzdem teuer genug, aber einmal Balea Badesalz Dream Big. Dann Balea sprudelndes Badepuder Bloomy Obsession mit Vanille und weißem Blütenduft. Das andere war eben Mandelmilch und Blüten. Dann Badesalz Erhol dich mit dem Duft von Granatapfel und Orange. Und dann nochmal Badeperlen entspann dich mit dem Duft von Orchidee und Vanille. Das waren die von Balea. Da haben wir noch drei andere mitgenommen. Das hier habe ich nur mitgenommen, weil es reduziert war auf 60 Cent. Und das war das letzte von Dresdner Essence.
Kleine Geschenke versüßen den Winter, also noch einen Winterduft, deswegen reduziert. Pflegebad mit Bio-Shea-Butter und Pistazie. Riecht aber irgendwie ganz geil, also von daher ganz cool. Und das habe ich mitgenommen, weil ich das irgendwie süß fand mit den Flamingos drauf. Und zwar hitzefrei Sommerbad mit fruchtig-frischem Melonenduft. Das hört sich sehr, sehr gut an. Melone ist geil. Und das allerletzte, Tete-Sept. Und da sieht die Verpackung einfach auch mega aus. Dieses Rose Gold oben und so. Oh, schön. Sinnenreise, Südseeparadies, Abtauchen in einen kleinen Kurzurlaub, verwöhnendes Pflegebad, Mango-Papaya. Und ich bin absoluter Mango-Freak, deswegen geil. Ja, jetzt habe ich hier neben mir einen riesen Haufen liegen. Ich brauche mir erstmal lange keine bestimmte Sachen mehr kaufen. Also Waschgel auf jeden Fall nicht mehr, Waschgel nicht, sondern Waschmittel brauche ich erstmal lange nicht mehr. Ja, und einige andere Sachen auch nicht. Aber ich habe es euch eben gezeigt, ne, Ramsi? Und ja, mal gucken, was ich gleich noch mache. Wahrscheinlich streamen gleich. Hallo zusammen, heute ist Donnerstag und ich war gerade schon ein bisschen unterwegs. Also mein Postfach hatte ich schon gekündigt und habe das jetzt, weil es ist ziemlich weit weg von zu Hause im Grunde, und habe da jetzt die Schlüssel abgegeben. Das ist also erledigt. Jetzt wollen die trotzdem noch die ganze Jahresmiete haben. Sehe ich überhaupt nicht ein, weil das geht immer von März bis halt dann Februar nächstes Jahr. Und ich habe es jetzt im April gekündigt. Dann zahle ich bestimmt nicht, es ist jetzt nicht super viel Geld, aber zahle ich bestimmt nicht für das ganze Jahr die Miete, bin ich bescheuert. Naja. Und jetzt bin ich gerade bei meiner Mutter, also war eben noch tanken. Und jetzt bin ich bei meiner Mutter und hier kam die HelloFresh Box. Und ich suche mir jetzt gleich eins von diesen drei Gerichten aus, was ich jetzt gleich koche, dass es fertig ist, wenn sie von der Arbeit kommt. Sie hat einmal ausgewählt gefüllte Hähnchenbrust im Bäckenmantel. Hähnchengeschnetzeltes mit Spätzle. Ich bin absolut kein Spätzle-Fan, deswegen wird es das nicht. Und Paprika-Hackfleisch-Pfanne. Also entweder das oder dieses Hähnchen. Ich war eigentlich erst für die Paprika-Hackfleisch-Pfanne, aber inzwischen habe ich halt Bock auf diese Buschbohnen, die dabei sind, und Kartoffeln. Irgendwie hört sich das lecker an. Weil ich auch voll der Reis-Fan bin, deswegen. Mann. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was ich nehme. Ich werde es auf jeden Fall gleich kochen. So in einer Stunde fange ich, denke ich, mal an. Und da freue ich mich schon aufs Essen. Und danach geht's zu den Jungs, also zu den Hunden. Nur mit denen eben spazieren gehen ein bisschen. Bis man rauskommt und so. Ich hoffe, es regnet dann nicht, weil jetzt gerade regnet es mal nicht. Ja, genau. Und ansonsten habe ich gerade auch noch nicht so viel zu erzählen. Ich denke, ich werde euch gleich ein bisschen mitnehmen, wenn ich koche. Ansonsten steht heute nicht viel an. Gestern konnte ich übrigens nicht streamen. Also ich hätte streamen gekonnt. Oh Gott. Ich kann heute nicht reden. Aber dagegen, ich wollte COD streamen, also Warzone. Und dann ging das gestern irgendwie nicht. Es hat voll rumgebackt. Und deswegen habe ich dann doch nicht gestreamt. Dann werde ich wahrscheinlich diese Woche auch nicht mehr streamen, sondern erst nächste Woche wieder. Leider. Ja. So viel dazu. Morgen ist 1. Mai. Eigentlich mein Lieblingstag im ganzen Jahr. Aber es wird ja, glaube ich, auch, das Wetter wird nicht so super sein. Sonst hatte ich vielleicht gedacht, trotzdem mit dem Bollerwagen eventuell loszugehen. Weil mit einer Person ist das ja nicht verboten. Allerdings ist das Wetter halt wahrscheinlich morgen so scheiße, dass das auch ein bisschen blöd ist. Ich weiß es also noch nicht. Entweder kommt vielleicht meine Freundin zu mir und wir trinken ein bisschen was, oder es fällt ganz flach. Aber das würde mich halt richtig ärgern, weil alle, die mich kennen, wissen, 1. Mai ist der Tag für mich im Jahr. Das können die meisten zwar nicht so nachvollziehen, aber für mich ist es einfach der geilste Tag. Einfach, es ist einfach schön, es macht Spaß, man trifft Leute. Gut, das würde dieses Jahr dann eher ein bisschen flach fallen, aber auch allein den ganzen Tag was zu trinken ist einfach cool. Ja, dieses Jahr dann wahrscheinlich nicht. Ja, dann ist auch schon wieder Mai, ne? Und ich habe in einem Monat Geburtstag, es geht einfach so schnell, ich freue mich schon. Also ich meine, ich kann nicht viel machen. Ich werde wahrscheinlich ein paar Freunde einfach einladen zu mir. Dass wir dann vielleicht auf der Terrasse sitzen. Ich hoffe, dann ist gutes Wetter. Und ja, mal gucken. Sonst ist eigentlich nichts so Spektakuläres. Ich weiß auf jeden Fall was ich bekomme und ich freue mich drauf. Und zwar bekomme ich einen Dyson-Staubsauger. Den habe ich mir gewünscht. Meine Mutter hat nämlich einen. Und Kang ist einfach so viel praktischer, nimmt sich so viel Platz weg, es ist einfach damit. Und so oft, wie ich meinen Staubsauger rausholen muss, wegen den Katzen, weil halt immer Katzenstreu rumliegt,
Ich könnte eigentlich jeden Tag saugen und es würde immer noch nicht ordentlich aussehen, so wisst ihr. Das nervt halt ein bisschen an Katzen, ne? Dieses ganze Katzenstreu. Vor allem habe ich halt so Feines und das liegt halt in der ganzen Wohnung rum. Aber es ist halt meiner Meinung nach auch das beste Katzenstreu, deswegen mag ich das nicht wechseln. Und ja, dann kriege ich auf jeden Fall einen Dyson geschenkt und ich freue mich schon richtig doll drauf. Da merkt man einfach, wie alt man ist, wenn man sich über so einen Staubsauger freut, den man geschenkt kriegt. Aber das wird es wert sein. Erstmal, wie gesagt, habe ich dann viel mehr Platz. Weil ich habe nur meine kleine Wohnung. Ich habe ja eine Eigentumswohnung und die ist nun mal nicht super groß. Und dann nimmt der Staubsauger im Abstellraum schon sehr, sehr viel Platz weg. Und wenn ich den dann einfach an der Wand hängen kann, dann ist das natürlich viel cooler. Und ja, dann kann man den mal eben zack nehmen und muss nicht da einstöpseln, dies machen, das machen. Es ist einfach leichter, erleichtert einem einiges und deswegen habe ich mir den gewünscht. Mal gucken. Vielleicht wünsche ich mir auch noch eine JBL-Box oder so. Mal gucken. Wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem auf meinen Geburtstag. Ich werde einfach schon 24. Ich komme mir so alt vor. So, ich habe mich jetzt für das Gericht Paprika-Hackfleischpfanne entschieden. Irgendwie ist es hier gerade total dunkel. Bringt auch nicht so viel. Und das sind die Dinge, die dazu benötigt werden. Zeige ich euch mal eben. Mein Handy ist ein bisschen dick. Das ist die Rezeptkarte. Hinten steht drauf, wie es zubereitet wird. Und hier haben wir Hackfleisch, Schnittlauch, Jasminreis, Kochsahne, Hühnerbrühe, Gewürzmischung, Paprikagewürz, eine Knoblauchzehe, eine rote Zwiebel und eine Paprika. Genau, das wird alles dafür benötigt. Und ich fange jetzt an zu kochen. So, ich bin gerade wieder draußen bei mir zu Hause. Und ich habe gerade so eine Box aufgebaut, die ich bestellt hatte. Ich zeige euch das mal. Die sollte auf die Terrasse. Ihr habt vielleicht, hatte ich das gefilmt, wie es da aussah? Ja, ich glaube schon. Jetzt habe ich das da einmal ein bisschen gefegt. Die Box da jetzt hingestellt. Und da sind jetzt so mein ganzes Shisha-Kram ist da drin. Und meine Sitzkissen, damit die nicht so dreckig werden. Ja. Und wie gesagt, ansonsten eigentlich nur meine Shisha-Sachen. Damit ich die nicht immer so blöd unter mein Hochbett stellen kann. Das sieht einfach schöner aus. Das ist da gut aufbewahrt. Ich habe da dann alles, außer die Kohle, die habe ich drin, weil ich hier draußen keine Steckdose habe, um die Kohle dann anzumachen. Das habe ich alles drin. Aber sonst, hier sind die Schläuche drin. So sieht das aus. Da ist mein Tabak. Und hier ist die Bowl. Genau, so sieht es aus. Und ich bin, glaube ich, ganz zufrieden damit. Es kann so bleiben. So, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Arbeit. Ich habe Betriebsratssitzung. Ja, da werde ich jetzt hinfahren. Wir müssen heute noch ein paar Sachen erledigen, die wichtig sind. Und ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Ich würde gerne das Wetter genießen. Mich vielleicht nachher nochmal mit der Shisha raussetzen. Mal gucken. Ja, es ist immer tolles Wetter. Ich glaube, 18 Grad sind es gerade. Ich genieße es. Vor allem genieße ich es immer schön mit dem Cabrio zu fahren. Das ist einfach saugeil. Genau, ich mache mich jetzt auf den Weg. Hallo zusammen, heute ist Samstag. Ich hatte eben Besuch von meinen, so ist besser, von meinen Großeltern. Wir saßen noch bei mir auf der Terrasse. Ich hatte Kuchen gebacken und so ist immer noch nicht besser. So, ich hatte Kuchen gebacken, haben wir eben ein bisschen Kuchen gegessen. Dann hatten die mir, weil mein Bruder und seine Freundin hatten wohl Pflanzen gekauft für sich auf dem Balkon und dann hatten sie ein zu viel. Jetzt habe ich da, ich glaube, ist das eine Azalee oder so, habe ich die dahin gepflanzt. Da hinten ist so ein Ahorn-Ding und da kommt noch eine kleine Rose. Ja, aber die hatte ich getauscht, da war vorher eine Rose. Die habe ich jetzt dort hinten hingepackt, weil da halt so ein bisschen schönere Blüten jetzt schon sind. Und dann dachte ich, tausche ich das mal, genau. Habe ich gemacht. Jetzt sind die weg, wie gesagt, ein bisschen Gartenarbeit habe ich gemacht, da hinten ein bisschen Unkraut rausgezogen. Bin ich auch fix und fertig. Hinter mir
sieht es gerade unordentlich aus, da liegen noch Säcke und so und das H&M-Bestellung ist bei mir angekommen und sowas. Und noch etwas anderes ist angekommen. Das zeige ich euch direkt mal. Und zwar die Look Fantastic. Sekunde, ich stelle es mal eben hin. Und zwar, so, jetzt sieht man mich gerade noch. Die Look Fantastic Box, Look Incredible Box, sorry. Diese hier. Die ist angekommen und ich habe eben schon ein bisschen reingeguckt. Es sind ganz schöne Produkte drin, die ich euch eben mal zeigen wollte. Ich hole mal eben alles raus. So. Jetzt setze ich mal auf den Boden. So. Also, als erstes ist da drin der von Catch von D, der Ultra Ink Liner. Der war drin. Den habe ich allerdings gerade in einer Mini-Version, weil ich den zum Testen zugeschickt bekommen habe. Deswegen kenne ich den schon, aber kann ja nicht schaden, noch ein Full-Size-Produkt davon zu haben. Dann war hier von Dior Addict Lip Tattoo Longwear Colored Tint ein Lipstick drin. So, sieht echt schick aus. So sieht es aus. Und ja. So ist so, denke ich mal, so ein Liquid Lipstick. Freue ich mich drüber. Ist richtig cool. Auch eine schöne Farbe. Dann war drin von Bare Minerals Crystalline Glow. Das ist die Verpackung davon. Da weiß ich noch nicht. So sieht das aus. Und das ist so ein Glow Stick. Ich kann ja mal gucken. Oh. Oha. Ich weiß nicht, die Sonne blendet gerade übelst. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Wahrscheinlich gerade eher weniger. Ah, da. Das ist halt so richtig krass. So ein bisschen rosé-fliedermäßig. Das ist halt schon heftig. Ne? Das trägt man, glaube ich, nicht so krass als Highlighter. Ich muss mal gucken, was ich damit anfange. Das weiß ich noch nicht, aber an sich sieht es cool aus. Bloß, ob ich mir das hier so... Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ich werde es austesten. Und zu guter Letzt war von Memi, keine Ahnung, ob man die Marke so ausspricht, kenne ich nicht, Matte Muse Eyeshadow Collection drin. Und die sieht auch richtig, richtig schön aus, muss ich sagen. Verpackung ist nicht unbedingt so meins, weil es ist diese so ein bisschen spiegelmäßiges. Und die sieht halt immer ein bisschen angekrabbelt aus. Aber die Farben, die sind schön. Und zwar sind das die Farben. Richtig schöne matte Kollektion, so ein bisschen nude, aber ein bisschen ins... Ja, auch so ein bisschen ins lila-bärige reingehend. Finde ich aber ganz schön. Freue ich mich auch sehr drüber. Das waren die Produkte, die wollte ich euch eben zeigen. Ja. Und jetzt gucke ich mir gleich mal meine H&M-Sachen an. Und ich beende jetzt auch diesen Vlog. Ich mache zwar heute noch ein bisschen was, aber ich glaube, der Vlog ist jetzt inzwischen lang genug, weil ich filme jetzt schon, glaube ich, 2-3 Wochen. Und deswegen beende ich den jetzt. Bis dann!